Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von DD Customs. Heute sitzen wir in einem M3 Touring. Touring nennt sich ja das Ganze. Und an dem Auto haben wir ganz viel gemacht. Und er sieht echt verdammt gut aus. Du fährst das erste Mal jetzt Touring, ne? Ich fahr zum ersten Mal Touring und ja. Fühlst du dich schon wie ein Vater? Ich fühle mich schon wie ein Vater. Kinder anschnallen. Nein, also richtig, für mich, es ist ja eigentlich M3, Limo, so, aber du siehst in den Rückspiegel und du siehst einfach, es ist so Kombi-Heck auf der, du hast diese Heckscheibe mit dem Scheibenwischer, ja, und wenn du in den Seitenspiegel guckst, die Backen anguckst, ja, ist na, fast krasser als ein RS6, finde ich, oder? Ja, schon, also ich bin ehrlich, ich finde RS6 richtig krass, aber M3 finde ich nochmal heftiger. Das ist schon, er wirkt halt irgendwie ein bisschen krasser, obwohl der RS6 eigentlich eine Klasse über ihm spielt. Ne? Ja, das Geile ist ja, du kannst ihn auf Heck umschalten. Also, du bist mit den Kindern anschneiden bitte und dann voll. Oh, da kenne ich ganz viele Leute, die das machen werden. Wir fahren jetzt erstmal zu unserem ruhigen Plätzchen, wo wir schöne Aufnahmen machen können. Weil heute ist Samstag, ein bisschen Verkehr ist auch. Und ich bin ehrlich, ich finde es gut, dass der die Schalensitze jetzt gerade nicht hat. Ich glaube, beim Touring Schalensitze wäre auch, glaube ich, nicht so praktisch. Außer du bist so ein richtig junger Vater. So jetzt ich. So auf Scheißegal-Modus. So auf einfach Scheißegal. Frau fährt sowieso nicht. Und ja. Abgasanlage hat das Auto ja natürlich auch, weil ein Auto ohne Abgasanlage geht bei uns nicht raus. Das ist natürlich. Da wird mir auch schon gesagt, wir machen Fahraufnahmen beim Vorbeifahren, im Stand und so. Genau. Ich finde, die Anlage macht halt schon relativ viel bei G-Reihe. Aber es ist halt nicht so dieses aufdringliche, trompetige, nein. Weißt du, wie ich meine? Es ist nicht mehr das, was es damals war. Das damals, das war ja einfach nur, einfach schreien und einfach, ich will der Lauteste sein. Hier ist, hört sich auch voll angenehm an, siehst du ja. Okay, man hat jetzt hier auch diese Doppelverglasung, Akustikverglasung. Viel ist bei dem Auto ja Lautsprecher, ne? Ja, hast du ja hier gefunden. Ich sag mal, die meisten unserer Kunden haben auch schon gesagt, dass sie vom Lautsprecher einfach so selber gar nichts mehr mitbekommen. Nicht im Sinne jetzt, dass sie brutal laut ist, die Anlage, sondern einfach, du hörst jetzt richtig den Klang der Auspuffanlage. Ohne Anlage, also Serie, das ist einfach, es ist wirklich schade, was man da gemacht hat, aber so ist es halt heutzutage. Ich habe letztens ein Video gesehen, ich bin mir nicht ganz sicher, ein Golf 8 GTI oder ein Golf 8 R oder so. Die haben im Sportmodus dieses Burbeln, haben sie ja, auch im Stand und so. Mhm. Wenn du aber einen Auspuff gehst, hörst du das Burbeln nicht. Wenn du dich ins Auto setzt und hinten deine Ohren an die Lautsprecher von den Türen hinten hältst, dann hörst du das Burbeln. Dafür zahlst du Geld. Sound ist auch geil. Ich weiß jetzt nicht, wenn ich Fenster aufmache, ob man da irgendwas mitbekommt. Guck mal, das hörst du jetzt richtig, dass es nicht mehr der Lautsprecher ist. Ich mag auch die Schaltvorgänge sehr gerne. Also das G-Reihe ist echt geil, auch der M2. Auto auch so für Daily. Eigentlich schon. Wenn du ihn komplett normal fährst. Ich glaube, du kannst auch tatsächlich, also ich bin mir nicht sicher, ich habe den Touring nur eine Woche knapp gefahren, aber den kriegst du, glaube ich, unter 10 Liter, oder? Bestimmt. 100%. Ich fahre ja zum ersten Mal Touring, aber also ich glaube schon, ich wollte ja auch gerade sagen, wenn du raus bist auf dem Sportmodus und einfach komplett normal fährst, wenn ich damit in die Heimat fahren würde, easy. Mit einem Volltank zwar nicht, 2000 Kilometer macht er nicht, aber voll entspannt, auch so chillig, auch du hast Platz. Guck mal, ich bin jetzt 1,93 und hinter mir kann locker noch jemand sitzen. Aber man muss dazu auch sagen, dass du immer sitzt, wirklich wie der letzte Patient, ne? Ich verstehe gar nicht, was du meinst. Nein, ich habe mich da aber echt jetzt verbessert, als wir beim Nürburgring waren mit den ganzen Jungs. Habe ich gemerkt, so eine Sitzposition, das ist echt A und O. A und O.
Ja, Digga, es ist 120, er fährt 70. Wir machen eine richtig geile Aufnahme, dann zeige ich euch das Auto einmal von draußen, sage euch genau, was wir gemacht haben. Ohne Mikro, ich fühle mich voll nackt. So Leute, wir sind an unserem ruhigen Plätzchen angekommen. Da steht das schöne Teil, M3 Touring. In einem seidenmatt-grau? Frozen Grey. Frozen Grey. Ich glaube, das ist tatsächlich Brooklyn Grey in Frozen. Also deine Farbe in Frozen. Oh. Frozen Brooklyn Grey. Auf jeden Fall. Das Auto sieht sehr, sehr schön aus. Sehr, sehr mächtig. Das erste, was man sieht, es sind Felgen drauf. Er ist tiefer. Er hat ein KWV3 Gewindefahrwerk drin. Damit er natürlich auch auf der Rennstrecke abliefern kann. So mit den Kindern auf der Rücksitzbank. Ich glaube, das Auto hat alle Optionen. Da ist einfach überall ein Haken gemacht. Und was sind das für Felgen? Das sind die Jairo Performance RS1 Felgen. Grüße an Yusuf. In 21 Zoll Hinterachse, 20 Zoll Vorderachse. In einer sehr schönen Farbe. Steht im Auto perfekt. Falls jetzt viele Leute denken, warum macht man die Felgen nicht in schwarz? Das würde viel geiler aussehen, viel schöner. Ja. Schwarz ist einfach, wenn uns Leute fragen, schwarz. Wir hören schwarz. Habt ihr überhaupt noch ein Auto mit schwarzen Felgen? Nein. Ich glaube nicht, ne? Nein. Unsere eigenen Autos sowieso nicht. Aber am liebsten würden wir nicht mal schwarz mehr verkaufen wollen oder jemandem sagen wollen, nimm das. Ja, weil das, du zahlst ja Geld für eine Felge, um sie zu sehen. Und das ist das perfekte Beispiel. Schau dir diese Felge an in dieser Farbe. Sagen wir mal jetzt, du hast noch die Keramikbremse halt auf dem gewissen Auto, was du halt fährst, ein Audi oder was weiß ich was. Schau dir an, wie sie einfach rüberkommt. Und ja. Dezente Tieferlegung mit dem Fahrwerk. Pass mal hinten, also die sind schon doll konkav, die Felgen, ne? Die sind Hinterachse, ja. Das ist ja eine 11,5er. Und ja, das ist... Ja, das sieht schon krass aus. Das ist mächtig, einfach mächtig. Und auf dem Touring, ja. Das ist voll süß, dass du immer Touring sagst, statt Touring einfach. Ja, manchmal sage ich Touring, manchmal sage ich Touring. Und was man noch sieht, was jetzt, glaube ich, ein bisschen in ist, die ganzen schwarzen Anbauteile, die BMW da halt, egal welche Farbe du auf dem Auto hast, sind sie schwarz, haben wir jetzt in Wagenfarbe lackieren lassen. Der Schweller, ne? Einmal die Schweller, dann hast du einmal hier vorne bei der Stoßstange. Aber es ist lackiert, nicht foliert. Lackiert, alles lackiert. Hast du einmal das hier, auf der anderen Seite genauso. Dann gehen wir einmal nach hinten, weil im Heckbereich befindet sich natürlich auch was. Und hier ist ganz viel schwarz eigentlich. Du hast hier vorne hier komplett schwarz, einmal über den Diffusor schwarz und hier runter auch nochmal schwarz. Haben wir alles in Wagenfarbe gehalten. Es sieht wunderschön aus. Wir haben so viele Anfragen dafür. Dann hast du ja gerade vorne die Front gefilmt. Auf jeden Fall hier haben wir den Carbon-Grill drauf gemacht. Auch der hat halt auch die mit der Aussparung, weil er hat ja dieses ganze, also viele sagen einfach nicht bestellen. Das ist ja dieser Sensor für Lane Assist und sowas, weißt du? Ich finde halt den Halter dafür, der sieht so ein bisschen... Ja. Es gibt den Grill in verschiedenen Variationen, sage ich mal. Den gibt es auch hier ohne das hier, dass es einfach bei beiden die Strebe fehlt. Aber das... Das sieht nicht aus. Was das Auto noch hat, was man natürlich jetzt nicht direkt erkennt oder sieht, außer man weiß es, er hat eine Steinschlagschutzfolie, das Frontpaket mit Haube, Stoßstange, Kotflügel, A-Säule. Ich sag mal, sollte man haben, weil das Auto wird für ganz viel Langstrecke benutzt. Jetzt geht's weiter. Das Auto hat natürlich eine DD Customs Abgasanlage, wie schon vorhin erwähnt. Wir steigen jetzt ins Auto, dann machen wir ein paar schöne Flybys, ein paar schöne Bilder. Let's go! Schon gut.
sieht auch geil aus, ne? Ja, voll. So Leute, wir sind jetzt auf dem Weg zurück. Ich hoffe, die Fahraufnahmen haben euch gefallen. Das Auto ist echt richtig wunderschön. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr vom M3 Touring haltet, ob ihr ihn euch selber kaufen würdet. Achtet nicht auf euer Alter, sondern wirklich für euch selber. Auch vom Aussehen her, ne? Also M3 ja. Touring oder halt die Limousine. Ja. Das finde ich schon eigentlich echt ein interessanter Vergleich. Bei dem hast du halt die Seitenwand, ne? Auf jeden Fall M3 Touring in Frozen Grey mit den schwarzen Anbauteilen in Wagenfarbe lackiert, mit dem V3 Fahrwerk, Carbon Niere vorne, mit den RS1 Hilo Performance Felgen. Einfach das perfekte Auto hier. Machst einmal hier, zack, Sport Plus, alles weg, Klappe zu, cruise jetzt vor dich hin. Und wenn da jetzt jemand kommt, drückst du kurz einmal zack, zack und guckst ihn einmal kurz an und denkst dir hallo. Und dann ein RS6, er ist ja auch schneller als ein RS6. Ja, stimmt. Das tut mir ein bisschen weh. Schade für Audi, finde ich, weil rein theoretisch müsste der RS6 ja eine Klasse höher spielen beim M5. Tja, aber darüber brauchen wir nicht reden, der M5. Aber das ist ja auch so. Diese ganze Debatte immer mit hey, BMW, wo ist dein Supercar? So, oh. Jetzt ist hier die Sprachsteuerung angegangen. Aber ich meine, der M4 CSL ist schneller als ein R8 auf dem Ring. Also was die beim CS geschafft haben, das ist echt wirklich krass. Wie findest du den neuen M5? Hast du ihn schon gesehen? Ich bin ehrlich, ich mag ihn noch nicht. Ja, aber das ist noch, der Punkt, noch nicht. Noch. Genau wie bei dem. Wir hatten M3, M4 den neuen gefeiert. Bah, was ist das für eine Niere? Bah, was sind das für Rücklichter? Was ist das für ein Auto? Warum ist das so? Und jetzt? Jetzt schwärmen alle von diesen Autos. M2 genauso. Ich habe auch gesagt, ja, der neue M2. Weil jetzt fahre ich ihn selber. Ich habe auch immer gesagt, sieht scheiße aus. Aber jetzt mittlerweile muss ich sagen, ist echt geil. Und jetzt fahre ich den neuen M2. Ich finde den alten M2 im Gegensatz zum neuen kein, wie ein halbes Auto. Ja. Weil der neue M2, also bei den neuen Fahrzeugen von BMW, M3, M4, M2, M5, hast du mal gesehen, wie die mit den Backen jetzt langsam umgehen, BMW? Was die mit den Kotflügeln vorne machen? Ja. Auf Wiedersehen und lasst ein Like da. Passt nicht die 30 Sekunden Videos bei Instagram. So, hadi, tschüss. Tschüss.